Mittlerweile, glaube ich, wisst ihr schon, was das bedeutet. Wenn hier die Gleise vor uns liegen, ist es wieder Zeit, um einen neuen Zug vorzustellen. Ich habe gewusst, dass das ein großartiger Tag wird. Aber dass er so großartig wird, damit habe ich nicht gerechnet. Und damit herzlich willkommen zum Video, zum fantastischen, in seiner Perfektion fast unerreichten Lego-Set mit der Nummer 10233, dem Horizon Express aus dem Jahr 2013. Ja. Es ist ein Zug, der, wie gesagt, in seiner Perfektion fast nicht erreicht werden kann von anderen Modellen. Hier kurz nochmal die Schachtel. Er hat 1351 Teile und er ist nachempfunden einem, würde ich mal sagen, französischen TGV-Zug. Mhm. Deswegen hat auch Rita heute die originale Kappe aufgesetzt, die TGV-Kontrolleure aufhaben. Das ist eine Sonderanfertigung extra genau für dieses Video. Und wir haben leider keine zweite Kappe bekommen. Deswegen sieht Christoph aus wie ein Gondoliere, aber er ist keiner. Ich habe mir gedacht, das ist der Zug fährt vielleicht irgendwo in Südfrankreich, in der Provence herum. Und das ist, ich habe mir gedacht, dass in Südfrankreich tragen die Leute gerne so Hüte. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir bringen heute ein bisschen französisches Feeling in euer Wohnzimmer. Und ja, wir laden euch ein auf eine Fahrt mit dem wunderbaren Horizon Express. Aus Fall. Dem Jahr 2013 von genau. Lego. Schauen wir uns vielleicht mal kurz die Minifiguren an. Wie immer starten wir mit den Figuren. Und zwar sind hier in diesem Set 6 Stück Figuren drin, was genau. Schon beachtlich ist, muss ich sagen. Wir haben als erstes eine Zugführerin, also eine Frau. Ja. Etwas weiter hinten im Zug, das werden wir dann gleich sehen, ist so ein Ticketkontrolleur. Hier lustigerweise mit einer roten Kappe, also da hat Lego nicht originalgetreu gearbeitet, denn die Kappen sind, wie wir hier sehen, weiß. Der bedient auch hinten das Zugbistro, dieser Typ. Und dann haben wir 4 sehr tolle Fahrgäste. Also bitte auch nochmal ein kleines Augenmerk auf die Körperoberteile. Also auch von der Rückseite sind die sehr toll. 2 Frauen und 2 Männer, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist wirklich was ganz Besonderes, genau. Was die Figuren anbelangt. Sie Finde gefallen ich echt mir sehr cool, gut. Dass dieses Mal wirklich auch auf darauf geachtet wurde, dass wirklich 3 Männer und 3 Frauen hier dabei sind. Denn was ich das Problem ja immer habe mit den ganzen Figuren und mit dem Stadtaufbauen, wo ich ja eigentlich kein Problem habe, aber es gibt immer zu wenig Frauen. Das stimmt. Das Wenn man die Sets ansieht, egal ob Polizei, Feuerwehr und Co., genau. Es sind immer mehr Männer dabei als wie Frauen. Deswegen sind wir hier jetzt mal 50-50 genau. unterwegs. Falls ihr euch fragt, ob es auch Wendegesichter gibt, nein, die gibt es nicht. Hier seht ihr das. Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob Lego im Jahr 2013 überhaupt schon Wendegesichter gemacht hat. Ach so. Das kann sein, dass das erst später gekommen ist. Da bin ich jetzt aber überfragt. Also wenn ihr das wisst, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare. So up to date bin ich dann leider doch nicht. In diesem Set sind auf jeden Fall keine Wendegesichter mit von der Partie. Nein. Der Zug hat in seiner Originalform mal 100 Euro gekostet, was für die 1300 und ein bisschen was Teile ein sehr guter Preis ist. Man muss aber bedenken, dass man bei diesem Set hier, ihr habt es vielleicht auf der Schachtel schon gesehen, nur den Zug plus die Minifiguren bekommt. Das heißt, es sind keine Gleise dabei und es ist auch kein Motor dabei. Die Schachtel, ich zeige sie euch nochmal kurz, gibt einem zwar hier die Option, dass man diese Power Functions Sets dazu kaufen kann, um den Zug zu motorisieren. Das geht sehr leicht, das zeigen wir euch auch gleich. Aber der Zug als solches ist nur zum Stehen und zum schön Ausschauen. In der Verpackung drinnen, was ja auch nichts Schlechtes ist, muss ich sagen. Naja, aber wie viel kostet dann das extra Set mit? Naja, man kann rechnen, also so eine Power Functions Geschichte, vielleicht gebraucht, so wenn man alles haben will mit der Fernbedienung, unter 50-60 Euro wird man da nicht davon kommen. Auch wenn man es so macht wie wir sind ja, wie ihr bestimmt wisst,
große Fans des alten originalen Lego 9-Volt-Zugsystems. Der Zug lässt sich sehr leicht auf 9 Volt umbauen. Hier vorne kommt einfach der Motor drunter, das Ganze auf 9 Volt Schienen gestellt und der Spaß geht schon los. Aber mit Power Functions lässt sich das Ganze natürlich auch sehr gut machen. Okay. Wollen wir mal in den... Nein, wir fahren zuerst noch eine kleine Runde und dann werden wir uns den Zug im Inneren anschauen, oder? Ohne Schaffnerin ohne werden Schaffner wir das nicht machen wissen wir, was passiert. Es ist auch so, der Zug ist sehr schwer und sehr massiv. Also ich weiß gar nicht, ob der überhaupt entgleisen würde. Wir wollen es aber auch gar nicht herausfordern und probieren. Denn dafür ist der Zug einfach zu schön und zu schade. Übrigens, ich habe schon gesagt, ungefähr 100 Euro Listenpreis. Mittlerweile kostet der gut das Doppelte. Wenn man ihn neu und original verpackt haben möchte, sogar noch ein bisschen mehr. Aber zuerst noch, wir fahren. Auf geht's. Jetzt könnt ihr ihn nicht sehen, aber wir sehen ihn und er kommt gleich wieder um die Kurve. Es ist einfach ein wunderbarer Zug. Kann also er denn auch rückwärts mit dem fahren? Er kann, glaube ich, auch rückwärts fahren. Fahren wir noch eine Runde rückwärts, bevor wir uns dann wirklich ansehen. Auf jeden Fall. Wunderbar geht es. Es ist wirklich ein Traum. Also es ist unbeschreiblich. Ein Wahnsinn. Man könnte natürlich auch, wenn man will, ein zweites Set hinten anhängen. Dann ist ja natürlich erstens mal doppelt so lang und zweitens wäre dann hinten noch eine zweite Lokomotive. Dann sieht er von vorne und hinten gleich aus. Das wäre natürlich auch möglich. Wir koppeln die Waggons ab und zeigen euch mal das Innenleben dieses sehr schweren und großen Triebwagens hier, der sich für das Jahr 2013 wirklich sehen lassen kann. Ihr müsst bedenken, damals hat Lego ja noch nicht so viele Teile auf den Markt gehauen wie jetzt. Das stimmt. Besonders cool ist hier auf der Seite diese Snot-Technik, also wo die Steine nicht von unten nach oben gebaut worden sind, sondern hier, glaube ich, von dieser Seite hier nach vorne, auch auf der anderen Seite ist das so. Die Züge stehen alle auch, genauso wie die Waggons, auf orangenen Bodenplatten, die exklusiv für dieses Set waren. Und auch diese große 2x4 Fliese in Orange und Schwarz ist exklusiv für dieses Set. Also das ist wirklich sehr cool. Und ihr seht auch schon, der Vorderteil des Zuges sieht wirklich sehr nach einem französischen TGV aus. Das ist fast zum Verwechseln ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, hier ein auch süßes Gesicht. Dieser Unterbau, wo, keine Ahnung, die Klimaanlage oder die Bremse eingebaut ist, das sieht schon wirklich sehr cool aus. Man kann hier oben das Dach abnehmen, dann hat man einen Einblick auf die Arbeitswelt unserer Zugführerin, also wo sie arbeitet. Das ist alles auch, ich glaube, mit einem Aufkleber gelöst. Hier ein ziemlich großes Cockpit. Aber der Zug hat ja irgendwann in den 1990er Jahren mal einen Geschwindigkeitsrekord von 515 km/h aufgestellt. Das werden wir mit unserem Lego-Zug lieber nicht probieren, denn sonst gibt es wieder Probleme mit dem Entgleisen. Bitte nicht wieder. Man kann auch hier den Mittelteil abnehmen, dann sehen wir den Motorraum. Da könnte man natürlich den Motor rausnehmen und stattdessen eine Power Functions Batteriebox reingeben. Das wäre ganz leicht zu machen, das ist schon alles mehr oder weniger vorbereitet. Und auch wenn ihr genau schaut, hier, das ist nur so angedeutet jetzt, aber dieser runde Teil hier, da würde der Infrarotempfänger hineinkommen, den wir natürlich nicht brauchen, weil wir die gute alte 9-Volt-Technik drinnen haben. Und hier hinten haben wir noch diese Stromabnehmer, die auch wirklich einen sehr guten und soliden Eindruck machen. Also die Lokomotive ist der Traum, muss ich mal sagen, ganz ehrlich. Einmal eine kurze Frage, weil mir das gerade auffällt. Bei meinen Favoritenzügen sind ja immer die Motoren eigentlich erst im zweiten, also im Tender drinnen. Du hast jetzt aber gesagt, du hast schon hier vorne das eingebaut, den Motor.
Macht das irgendeinen Unterschied? Ich glaube, der Unterschied ist nicht besonders groß, was das anbelangt. Die Sache ist nur bei den, zum Beispiel beim Hogwarts Express oder auch beim Disney-Zug, da kann man, wenn man die Lok so lassen will, wie sie ist, kann man den Motor nur irgendwo im Tender oder sogar noch weiter hinten einbauen, da vorne einfach in der Lok kein Platz ist mit den großen Rädern und mit diesem ganzen Gestänge. Das geht nicht. Hier zum Beispiel wäre es nicht möglich, hier oder hier weiter hinten einen hier wird es auch nicht gehen, glaube ich. Der 9-Volt-Motor muss bei dieser Lokomotive entweder hier oder hier sein. Okay. Damit es sich platztechnisch ausgeht, weil hier Achsen ziemlich nahe beieinander sind. Moment, ich kopple mal ab und fahre ein kleines Stück, damit wir uns nicht im Weg stehen. Denn wir wollen uns ja jetzt noch die zwei tollen Waggons anschauen, die so ruhig über die Schienen gleiten. Kennern ist vielleicht schon aufgefallen, dass diese beiden Waggons nicht ganz komplett sind. Sie teilen sich was, und zwar sie teilen sich diesen Mittelteil, diesen Truck hier, wo beide aufliegen und so ähnlich wie beim 10170, bei diesem TTX Containerwagen, da ist das auch so, dass zwei Waggons sich einen Radteil teilen. Okay. Und den kann man dann ganz problemlos hier so abnehmen. Und ihr seht, ein fertiger Waggon sieht beim Horizon Express dann so aus. Auch hier haben wir diese Snot-Technik, also diese Fenster werden ja normalerweise hochgestellt, die sind aber hier jetzt seitwärts. Die Fenster sind relativ klein geraten. Ja. Ich weiß nicht, ob die im Original auch so klein sind. Kann leicht sein, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hier oben haben wir diese schwarzen Schläuche für die, ich glaube, das ist für die Stromführung ganz toll. Dann haben die Züge auch, wir sind hier übrigens jetzt in der ersten Klasse, also Luxus pur. Wir haben hier Türen, die man auf- und zumachen kann auf beiden Seiten. Allerdings nur vorne, also hinten sind keine Türen. Aber so macht der Zug wirklich einen sehr schönen und soliden Eindruck. Gefällt mir um einiges besser als der Güterzug. Aber vielleicht auch nur, weil es eben Personenzüge, finde ich, einfach interessant. Ja, kann leicht sein, dass das so ist. Mir gefallen Güterzüge auch sehr gut, aber ja, was soll man sagen? Hier ein kurzer Blick in die erste Klasse, wo wir natürlich gerne mitfahren würden. Wir haben mehrere Sitzplätze und in der Mitte hier ein kleines Compartment für Koffer und auch für Zeitungen. Und hier an der Hinterseite des Waggons haben wir sogar noch einen kleinen Fernseher, das heißt, man kann Fernsehen schauen, wenn man mit an Bord ist, und die Zugtoilette ist hier hinten auch zu finden. Also wenn man mal kurz auf der Reise aufs Klo muss, dann kann man hier schnell mal reingehen. Auch ganz cool, das habe ich bei der Lok nicht gezeigt, hier dieser Unterbau, der ist nicht gerade, sondern der ist leicht geneigt. So könnt ihr das besser sehen. Und zwar funktioniert das so, der ist hier unten so, ich glaube, mit ein paar Technik-Pins angehängt und dann so leicht in einen Winkel gebracht. Das sieht wirklich, wirklich sehr, sehr schön aus. Das bedeutet, wir haben jetzt dann noch die zweite Klasse, und unterscheidet sich die sehr von der ersten Klasse hin? Also vom Äußerlichen her, vom Äußerlichen nicht, sieht man keinen großen Unterschied. Das Einzige, was vielleicht anders ist, ist, dass der Waggon erstens seitenverkehrt angeordnet ist. Gut. Und zweitens, dass sich hier auf dem Fenster, damit sich alle Fahrgäste zurechtbefinden, eine kleine 2 auf der Tür aufgedruckt ist. Ja, aber innen. Das sieht man dann natürlich vom Bahnsteig aus sofort. Und der Innenbereich, ja, er sieht wirklich anders aus. Wir haben hier auch wieder einige Sesseln und Tische. Und ihr seht schon, hier wird Kaffee getrunken. Und zwar ist hier eine klassische Lego-Kaffeemaschine, wie man sie auch in vielen anderen Lego-Sets finden kann. Und hier, das gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ich wundere mich, warum das nicht in der ersten Klasse ist. Ist hier so eine kleine Bar, wo unser Ticketkontrolleur dann Getränke serviert. Oder vielleicht ist das so gedacht, dass sich die Passagiere der ersten Klasse hier durch diesen Korridor durchgehen und sich dann ihren Champagner holen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier in der zweiten Klasse, und das ist auch wirklich wie hier bei einer echten Bar gelöst, dass man hier so hinaufklappen kann, dass auch der Barkeeper hier durch kann. Also wirklich eine sehr schön gemachte Sache. Ja. Da kann man wirklich nichts sagen. Wir stellen ihn jetzt wieder auf die Gleise. Definitiv. Und ich erwarte jetzt
ein Fazit von unserer Zugkontrolleurin Rita, was sie von diesem glorreichen, wirklich einzigartigen Zugset hält. Und es sehr schade ist, dass Lego solche Züge heutzutage nicht mehr produziert. Definitiv. Also ich muss einmal ganz Ohr sagen. Ich stelle ihn nur kurz wieder ganz auf die Schienen hin, dass, wenn du ihn festhältst, geht's nicht. Dass wir ihn alle nochmal in seiner vollen Pracht sehen können, wisst ihr, Freunde. Er war nur nicht gescheit zusammengestellt. Naja, auf jeden Fall mein Fazit, es ist der erste Zug, der ein Review von uns überlebt hat, ohne dass er auseinandergefallen ist. Wieso, was von passiert da sonst immer? Von dem her einmal ein Review, ohne dass wir zusammenkommen. Er ist sehr robust gebaut, das muss man wirklich sagen. Definitiv. Von der Farbe her gefällt er mir auch sehr gut und einfach, weil es ein Passagierzug ist mit drei Damen und drei Herren, finde ich den extrem cool. Also mir gefällt er sehr gut und er fährt auch sehr gut. Muss ich sagen, ein super Zug. Und er wird sich einreihen in die Liste deiner Lieblings-Lego-Züge. Genauso wie bei mir und bei, denke ich mal, jedem anderen Lego-Zug-Fan da draußen. Ja, er darf Platz 3 definitiv fürs erste Mal. Aber wir haben ja noch nicht alle gesehen. Es gibt doch mehr Lego-Züge und wir werden sicher noch den ein oder anderen vorstellen, wenn ihr wollt. Ja. Das heißt also Hogwarts Express Nummer 1, Disney-Zug Nummer 2 und Horizon Express Nummer 3, wenn das nicht eine Ansage ist. Ein Wahnsinn. Ja, wunderbares Ranking. Wir werden mal sehen, vielleicht bauen wir den Zug noch ein zweites Mal auf, dass wir ihn in der doppelten Ausfolgerung bestaunen können. Aber jetzt fahren wir doch erstmal. Wir werden eine Runde. Jetzt dann noch versuchen, den Geschwindigkeitsrekord des originalen TGVs zu brechen. 515 km/h gilt es da zu schlagen. Also leicht. Ich glaube, ich habe hier gute Schienen super und auch Idee. Ein Top-Modul beim 9-Volt-Trafo bekommen. Das wird sich, denke ich mal, ausgehen. Und ja, wir hoffen, ihr habt auch so viel Spaß mit Zügen. Und ihr seid wieder mal dabei, wenn wir einen Zug oder etwas anderes herzeigen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall von unserer Seite. Ich hoffe auch von euch. Baut was Schönes. Schickt uns vielleicht auch mal ein Foto von dem, was ihr gebaut habt. Da sind wir immer sehr interessiert. Und ja, ich glaube, wir fahren jetzt einfach mal eine Runde und sagen Tschüss fürs Erste. Bis bald, liebe Zugfreunde. Wir sehen uns.